Ohren. So, hallo, wir machen weiter bei Studies of a Broken Engine. So langsam ist mein Kopf auch broken. Wir sind in Leveln angekommen, die ein bisschen länger dauern. Oder ja, Räumen. Das Level ist immer noch das gleiche. Und ich muss jetzt irgendwie hier runterkommen. Ich weiß ja, wie es... Also ich kenne den Glitch. So, ich kann mich da durchdrücken, das weiß ich schon. Aber ich muss halt dann es irgendwie schaffen, so durchzudrücken, dass ich dann mit dem Kopf stoße und nicht wieder nach oben... Ja, geht doch. So. Ah, ein Träumchen. Jetzt muss ich irgendwie den Pilz holen. Kann ich den so holen wie den Schlüssel vorhin? Nö. Schade. Weil Schlüssel haben größere Hitboxen als Pilze. Okay. Hm, was mache ich denn jetzt hier unten? Du hast es heute schon mal gemacht. Okay. Ja, jetzt ist beides weg. Pilz und Springboard. Na toll. Ja, gut. Ah, warte! Oh, nee, ja, verstanden. Ich muss wieder das, wo ich erst loslassen muss und dann springen. Also eigentlich musst du erst springen und dann loslassen, aber wenn du es... Nee, sehe ich nicht. ...so in deinen Kopf besser passt. Ja. Ich bin mir auch sicher, die verschiedenen Tasten auf deiner Tastatur haben um 50 Millisekunden unterschiedliche Latenzen. Das klingt sehr plausibel für mich. Die Frage ist, an welcher Stelle muss ich das machen? Hast du mir überlegt, vielleicht in die andere Richtung zu gucken? Okay. So drückt dich das Springboard ja jedes Mal weg vom Pilz. Ach so, ja, okay, verstanden. Also brauche ich keinen Anlauf diesmal, sondern... Nice. Hätte ich es noch mitnehmen müssen? Ja, so war dämlich. Scheiße. Komm mit, Mist. Auch so war dämlich. Was steht hier eigentlich? Oh. Ist ja doof. Aber die Messagebox taucht ja trotzdem auf, selbst wenn ich da oben lande. Oh. Muss ich bis ganz nach oben kommen, sodass ich gar nicht die Messagebox auslösen kann? Das wäre ja... Das wäre ja sick. Geht das? Nö. Okay. Aber, fällt dir denn gerade auf, was du eigentlich falsch machst? Naja, ich kann's nicht... Was ist eigentlich das Problem? Ja, ich kann's halt nicht mitnehmen, so. Aha. Und was ist das eigentliche Problem? Ja, weiß ich nicht. Ich will halt da oben landen. Was soll da oben landen? Ja, weiß ich nicht, da ist ein anderes Springboard, das muss ich bestimmt holen. Ah, okay. Aber denkt mal nicht so weit in die Zukunft. Was ist denn jetzt kurzfristig das Problem gerade? Naja, ich will das Springboard halt in die Lücke mit reinnehmen. Und ich... Ah, und wenn das nicht geht, was wäre eine bessere Alternative? Als so, wie es aktuell ist? Ja, weiß nicht, durch die Messagebox durchkommen. Was? Na, halt, ich will denk ja da nicht hoch... so weit. Denk mal nicht so weit. Ja, ich hätte jetzt gerne das Springboard hier zusätzlich bei mir. Ja, okay, aber wenn du jetzt nicht das Springboard haben kannst, was wäre zumindest besser als die aktuelle Situation? Dass das Springboard zu mir kommt. Oder dass ich halt hier hochkomme ohne das Springboard. Ah, und was wäre noch eine mögliche Situation? Dass ich einfach direkt zur Tür komme, keine Ahnung. Ja, nicht Springboard bei dir, sondern... Na, denk mal nicht so lang vor. Ach so, ich muss unten bleiben. Ja, genau, du musst unten bleiben. So. Wie verhinderst du, dass das Springboard dich nach oben bringt? Ich will doch nach oben, ich will doch den Pilz haben. Du willst nur bis zum Pilz und nicht weiter nach oben. Ja, na, soll ich das an der anderen Stelle machen? Ja, hier ist dumm. Ja, da ist dämlich. Auch da ist dämlich. Also weiter links. Aber das... Wagte These? Das bringt mir jetzt erst recht nichts. Ich meine, es bringt ja vor allem am wenigsten, wenn du den Trick falsch machst. Oh! Nice. Ah, und jetzt kann ich wieder hier hoch. Kann es da durchschmeißen, okay. Hm. So, und jetzt kann ich irgendwie so diesen Dingen machen, ne? Ja, so nur ganz anders. Aber, ja. So nur ganz anders. Ja, so nur ganz anders. So ganz anders. Schade. Ich meine, wir können auch den aber wieder probieren. So ähnlich. Aber ich weiß, aber hier hat die Decke eine andere Höhe. Das ist ein bisschen doof.
Ja, ich dachte mir fast, dass das dann hier nicht geht. Ach, andere Deckenhöhe, alles scheiße. Wir was halt hier auf dem Ding. Das könnte funktionieren, oder? Könnte es das? Weiß ich nicht. Probieren wir es aus. Genau. Probierst du einfach aus. Aber jetzt mal im Ernst, das Springboard in die Wand zu pfeffern, ist jetzt nicht die beste Idee, die du hattest. Ja gut, dann halt so. Aber dann löse ich das Ding die ganze Zeit aus und das ist annoying. Ach, dann musst du auch was anderes machen, wenn es nicht klappt. Okay, so geht's nicht. Aber probieren wir ruhig ein bisschen rum. Nee, so geht's nicht. Vielleicht sieht ja ein geneigter Zuschauer mal wieder was. Wait, ist wieder irgendwo, dass ich so ein Ding auslöse, das, weil das irgendwo in der Luft rumhängt? Nee. Nee, das wäre ja total stumpf, wenn ich einfach mehrfach die gleichen Tricks benutzen würde. Ja, tust du aber ja. Was? Das tue ich? Aber hier ist nirgendwo, also hier hat es jetzt nirgendwo so ein Ding ausgelöst. Ja, dann ist es wohl vielleicht doch nicht die Lösung. Nee, also hier ist wirklich nix. Sicher? Ja, ey. Ja. Okay, dann arbeite mal unter dieser Hypothese weiter. Ja, aber scheinbar ist das doof, weil so wie du redest, ist hier was, aber hier ist nix. Nee, da ist nix. Schon alles okay. Jetzt spring endlich durch die Messagebox durch, komm. Ich wollte das ja versuchen, aber du hast gesagt, das ist. Ja, dann probier's doch. Ja, aber das, so hast du ja gesagt, ist doof. Ja, so ist ja auch doof. Aber warum hast du gesagt, ist doof, weil ich mir vielleicht ducken muss vorhin? Weil das halt nicht funktionieren kann, so was du machst. Schade. Das Springboard zieht dich mit sich mit. So. Ja, schon. Das ist der korrekte Satz. Ja, das heißt, wenn das Springboard nach unten fällt und du unter der Messagebox bist, bist du, nachdem du vom Springboard abprallst, immer noch unter der Messagebox. Da willst du nicht hin. Du willst über der Messagebox sein. Ah, will ich? Ich will einfach den... Du willst auf dem Springboard landen, wenn du unter der Messagebox bist, und du willst vom Springboard abspringen, während es über der Messagebox ist. Das heißt, du willst, dass das Springboard sich nach oben bewegt. Ja, das geht ja so nicht, also... Ja, doch, eigentlich schon. Halt nur nicht von der Seite, sondern von der grauen Röhre, weil die eine andere Höhe hat. Ja, ja, genau das, nur besser. Und vielleicht mit ein bisschen Anlauf und ein bisschen Empathie. Aber nur ein bisschen Anlauf, weil viel Platz für Anlauf hast du ja nicht. Und wäre vielleicht ganz gut, wenn du nicht nach rechts gucken würdest am Anfang der Geschichte, weil so ist das Springboard halt irgendwo in der Bahn. What the fuck? Guckst du mal mit ein bisschen Anlauf und ein bisschen, Bin immer wieder erstaunt, was es hier für Glitches gibt, okay. Verrückt, ne? Dieses Spiel, das ist wirklich ganz verrückt. So. Jetzt drücken wir uns da halt durch. Gut. Ja, dann drücken wir uns da halt durch. Genau. Das wird schon mal nix. Aua. Muss ich das irgendwie in der Luft machen so? Ja, ja, noch natürlich, ne? Ich muss irgendwie so durch die. Irgendwie so. So irgendwie. Irgendwie anders. Ja, ja, das sieht ja schon ganz gut aus, ne? Also in der Wand warst du schon. Du gestorben bist, ne? Aber in der Wand sein ist ja schon mal der erste Fortschritt. Ja. Da musst du die Wand noch irgendwie ein bisschen bestechen, dass sie dich nicht umbringt und dann. Ja, gut. Wäre schön, wenn ich noch was dabei hätte, ne? Ja, wäre schön, ne? Scheiße. Also so habe ich es versaut. Hm? Was? Jetzt bist du aber wieder hier oben. Das ist jetzt scheiße. Versaut hast du es nicht. Ich habe bewusst kein State gesetzt. Fuck. Das war ärgerlich. Hätte ich dich mal erst ausreden lassen. Scheiße. Hätte ich dich nicht mal ausreden lassen. Aber ich wusste nicht, dass du sowas sagst. Da unten habe ich es nicht versaut, wenn ich da kein Springboard habe. Keiner, war alles gut. Ja, scheiße. Okay. Dann halt nochmal. Weil genau, oder nochmal. Was einmal ging, geht auch wieder. Das ist richtig.
Also jetzt schon ärgerlich. Ja, aber ist ja ein schöner Trick, der macht ja auch wirklich Spaß, ne? Fuck, wie habe ich das jetzt gerade gemacht, verdammt. Ah, oh, nee, ich hätte nicht gedacht, dass ich da nach unten komme. Ich dachte, ich komme da irgendwie rüber. Vor allem, dass ich da nach unten soll. Scheiße. Ist aber echt ärgerlich, ne? Also, wenn du mal einfach ein bisschen gewartet hättest. Ach, Mist. Konnte leider auch nicht ausreden, da hattest du schon rewindet. Sollte mit Extra States arbeiten wieder. Ah, scheiße, wie habe ich das denn gerade gemacht? Ja, es gibt arme Menschen, die spielen das komplett ohne Self-States. Die sind nicht arm, die sind selber schuld. Manche Leute haben auch Wetten verloren. Ja, auch selber schuld. Okay, das ist sehr hartherzig von dir, komm. Nee, wenn ich in eine Wette eingehe, dann bin ich selber schuld, wenn ich sie verliere. Niemand hat eine Wette verloren und musste deswegen diesen Hack spielen. Aber es wäre ein lustiger Wetteinsatz. Ja, das stimmt wohl. Aber in Ferien wäre lustiger. Das stimmt auch wohl. Vor allem wäre das länger eine Wette, vor, die man nicht gewinnen könnte. Also nicht eine Wette, das wäre eine Wette, die man nicht richtig einlösen könnte, weil ich glaube keiner, so gut wie keiner, der nicht irgendwie ein bisschen affin mit solchen Sachen ist, würde das schaffen. Also keine Ahnung. Und vor allem ohne die Hackerstelle dabei zu haben. Da ist die Hackerstelle auch fast nie dabei. Doch klar. Was? Ich? Also hier ist jetzt alles gut, hast du gesagt. Hier ist alles gut. Geh runter zur Tür. Ja, genau. Ja, geh runter zur Tür. Hier geht ja nicht. Ja, doch, doch, das geht. Ich sag dir, das geht, ne? Du musst es nur schaffen. Jetzt im Ernst, das geht wirklich. Ja, ist ja okay, wenn es geht, aber... Ja, so viele Möglichkeiten hast du jetzt nicht. Probier halt alle durch. Das würde aber bedeuten, das dritte Springboard ist fake. Was? Das wäre ja ein Frevel. Das dritte Springboard ist einfach fake. Das wäre ja kompletter Frevel, einfach Fake-Items in seinen Hack einzubauen. Wow. Muss ich einfach warten und irgendwann falle ich runter? So, keine Ahnung. Das wäre irgendwie stumpf. Das ist lustig, ne? Man hat gar nicht so viele Möglichkeiten, aber trotzdem geht's auf eine Möglichkeit. Es gibt einen Weg, da runterzukommen und der ist nicht offensichtlich. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum der eigentlich funktioniert. Es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Was muss ich denn tun? Ich lasse die mal noch ein bisschen rumspielen. Ich hab's ja auch gefunden. Durch zufälliges Rumprobieren. Gehe ich denn in die richtige Richtung mit irgendeiner Idee? Du duckst vor allem die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, warum du duckst. Ich auch nicht. Ich probiere halt rum. Kann ja sein, dass man die ganze Zeit duckt. Aber ich meine, du probierst rum und duckst die ganze Zeit. Also das ist nicht sehr ausgewogen, das Rumprobieren. Kann es sein, dass man rauf und runter drücken muss und dann geht's irgendwann. Was weiß ich. Oder dass man scrollt. Ja, aber dann drückst halt sehr viel runter und sehr wenig probierst du ohne runterdrücken. Ich sag's ja nur, ne? Ich sag nur, dein Ausprobieren ist, hat ein Bias. Und der Bias ist nicht gut. Ja, okay. Aber jetzt mache ich es ohne runterdrücken. Ja, genau. Dann probier halt jetzt was anderes. Hochschauen. Wenn du hast gerade alle möglichen Sachen probiert mit runterdrücken, jetzt probierst du mal alle möglichen Sachen ohne runterdrücken, würde ich mal empfehlen. Vielleicht schaffst du es irgendwann. LOL, es geht tatsächlich so. Sick. Ist ja verrückt. Ist ja verrückt. Okay. Bisschen Spiel, ne? Da gibt es überhaupt keinen Sinn, dass das funktioniert. Yoshi. Okay. Dann brauche ich ein unsichtbares Yoshi. Definitiv. Ah, der Raum. Ich mag das. Nein, zu schnell. Die Leute mögen ihn nicht. Mann, wieso lande ich denn oben? Seit wann ist es denn so? Seit du duplizierst, während du nach oben springst und nicht während du nach unten fällst. So. Das ist ein unsichtbares Yoshi, cool. Yes. Jetzt können wir mal gucken, was da oben drin ist eigentlich. Okay. Du hast es gesehen. Was war es?
Ja, so eine Feder, also so eine Dings. Dings. Dass ich halt nach oben komme, in so, in den Zusatzraum. Aha. Dann sammel die doch einfach ein. Ja, schon recht. Scheiße. Komme ich denn da ran jetzt mit dem Yoshi? Es gibt zwei Möglichkeiten. Aber es hat schon mit dem unsichtbaren Yoshi zu tun, oder? In der Tat, eine der beiden Möglichkeiten hat was mit dem unsichtbaren Yoshi zu tun. Okay. So. Ist egal, wie ich es erstelle, Hauptsache es ist da. Nee, jetzt hast du es verkackt. Ernsthaft? Ja, ernsthaft? Also muss ich es nach drüben duplizieren. Bist du so zu... Doch, jetzt hast du es verkackt. Machen wir mal ein lustiges Raten, ne? Also Mann. Hier, in welchem Slot ist der Schlüssel? Ja, das weiß doch ich nicht. Könntest du es aber wissen. Wieso könnte ich das wissen? Woher kam denn der Schlüssel? Ja, aus dem Block. Was kommt in diesem Level noch aus dem Block? Yoshi. Und was kommt noch aus dem Block? Das Ding. Das Ding, okay, genau. Also Schlüssel kommt aus einem Block und das Ding... Oh, wait, kann ich etwa... Oh mein Gott. Willst du mir gerade erzählen, ich kann dafür sorgen, dass statt dem Yoshi das Viech da unten rauskommt? Nee. Nee. Das Yoshi kommt zwar aus einem Block, aber Yoshi hat eine dumme Sonderregel, dass er nicht die Slots benutzt, die für Sprites aus einem Block sind. Ich weiß nicht, ob du den Glitch überhaupt kennst. Wahrscheinlich nicht. Ja, okay, dann. Mir fällt leider auch gerade bei meinem mentalen Durchskippen durch Hacks, die du gespielt hast, nicht ein Hack ein, der das gefordert hat. Also sage ich dir wohl einfach, was du zu tun hast. Das ist gut. Stell dich mal links von dem Yoshi-Block so hin, dass du ihn zur Seite duplizieren könntest aus der Position. Ich sagte links, Connor. Ah, aber da stand ich ja. Ja, aber nicht so, dass du den Block zur Seite duplizieren könntest. Ja, okay, das ist schon mal eine ganz gute Position. Jetzt dupliziere den Block mal so, dass du unter dem Block bleibst. Dann, okay, das werden jetzt ein paar Schritte sein. Dupliziere den Block mal so, dass du unter dem Block bleibst. Ja. Also, das heißt, du duplizierst ihn beim Fallen. Dann aktivierst du den zweiten Yoshi-Block. Springst auf den erstgeschlüpften Yoshi, das ist der, den du gerade hast, und versuchst mit dem den Schlüssel anzulecken. Versuchst, okay. Also du leckst mit ihm den Schlüssel an. Wie gesagt, beim Fallen duplizieren. Aus Gründen, dass du nicht über den Blöcken sein willst. Unter den Blöcken. Ich hab noch nie beim Fallen dupliziert. Ah, so. Und ich empfehle dir vielleicht, die Slow-Mo für das reinzumachen, weil das ist ernsthaft Trick gerade. Was will ich jetzt machen? Wie gesagt, du willst auf den erstgeschlüpften Yoshi springen, während er noch sichtbar ist, und den Schlüssel anlecken. Hä? Aber der erstgeschlüpfte Yoshi ist nicht mehr sichtbar, wie du eindeutig siehst. Ja. Ja. Deswegen sagte ich ja, Slow-Mo hilft. Ach, das will ich alles gleichzeitig machen. Nee, nicht gleichzeitig, nacheinander schon. Also erst duplizieren, dann den zweiten auslösen, dann mit dem ersten den Schlüssel anlecken. Und das sind ja auch schon alle Sachen, also so viel ist das ja auch nicht. Das sind drei Sachen, die halt genau der Reihenfolge machen. Also während jetzt der andere schlüpft, muss ich mit dem hier schon den Schlüssel angeleckt haben. Das ist korrekt. Das geht alles in der gleichen... Okay, what the fuck. Das mit dem Slowdown war kein Witz, ne? Also... ja... Dann muss ich allerdings den Ton ausmachen. Die Leute werden es überleben. Nee. Auch mit Ton. Das überlebe ich auch nicht. Also das ist in ZMZ wirklich grausam. Das war aber ärgerlich. So. Ich meine, man kann das ohne Slowdown spielen. Ich spiele den Raum ja auch ohne Safe-Sets und so, aber... Jetzt muss ich das Timing erstmal wieder für den Slowdown... Oh Gott, ist das furchtbar.
Das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Ja, aber so ist besser, glaube ich. Jetzt will ich den anlecken. Ja, es ist gut, es ist gut. Du hättest nur den Schlüssel nicht wegwerfen dürfen. Das war gut, bis du den Schlüssel weggeworfen hast. Achso, hä? Ah, wait. Erst den. So. Und jetzt leckst du den Schlüssel an. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus, nur ein bisschen flotter vielleicht. Ah, ich habe was vergessen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob den Block anspringen und dann umdrehen und nach von der Seite rüberspringen besser ist, aber naja, du wirst es rausfinden. Eigentlich sieht das gut aus. Ach so, dass ich einfach so. Ja, ist vielleicht besser. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich mach's immer so rum. Das könnte das gewesen sein? Der Schlüssel hat sich bewegt. Ja. Er ist im Prinzip auch auf irgendeiner Zunge drauf. Also eigentlich sollte das gut gewesen sein. Mach mal ein Safe State. Und nimm mal die Slowdown wieder raus, Boss, nicht mehr. Das ist das Volume-Level. Oh shit, wo was war denn? Lautstärke brauchst du jetzt nicht zu ändern. 23% waren das. Ups. Haben wir versucht, die Emulator-Geschwindigkeit am Lautstärkeregler einzustellen. Ich habe mich gerade schon gewundert, was ich einstellen muss. So, okay, und nü? Jetzt schmeißt du den Schlüssel in den Abgrund. Warum aktivierst du den Block denn? Ich wollte halt mal gucken, was passiert. Hätte doch sein können, dass es cool ist. Wow! Ich meine, Connor, was hast du eigentlich gerade gemacht? Schlüssel ist im Abgrund. So. Und jetzt? Schlüssel ist im Abgrund, okay. Ja, jetzt hast du einen Invisible Yoshi, auf dessen Zunge ist Slot 11. Und du hast einen sichtbaren Yoshi. Und Slot 11 ist gerade leer. So, jetzt sind die Flügel in Slot 11. Und auf der Zunge des unsichtbaren Yoshis sind die Flügel. Jetzt. Das heißt, ich kann, wenn ich den Schlüssel wegwerfe und dann den auslösen... Die Flügel in Slot 11. Aber leider auf der Zunge vom falschen, vom unsichtbaren Yoshi. Aber jetzt kannst du den unsichtbaren Yoshi ja wieder sichtbar werden lassen. So, gerade Schlüssel in Slot 11. Jetzt ich hau den weg, oder was? Jetzt ist wieder der Schlüssel in Slot 11. Hast ihn gerade erfolgreich wiederbelebt. Also Schlüssel in Slot 11. Immer noch Schlüssel in Slot 11, aber tot. Flügel in Slot 11. Nein! Aber da muss ich doch bestimmt schneller machen. Weil die Flügel sind doch jetzt weg. What the... Die Flügel sind nicht weg. Naja, sie sind genauso weg, wie der Schlüssel weg war. Den Schlüssel hast du ja auch erfolgreich wiederbelebt. Lol, ich dachte, okay, what the heck. Okay, das war wild. Das war eine wilde Welt, die fünf letzten Level. Puh. Okay. Schlüssel war in Slot 11, ist ja nichts Wildes. Das hätte der geneigte Zuschauer natürlich auch sofort gesehen, dass er das war. So. Was denn jetzt? So, willkommen im Yoshi-Flugteil. Oh je. Also mehr Yoshi-Spaß. Spaß mit Yoshi. Das sind jetzt die letzten fünf Räume, oder wie? Ja. Das heißt, der Himmel ist Schluss, okay. In der Tat. Oha. Oh Gott. Mussten da Todes. So schwierig ist das hier alles nicht. Es sind nur die letzten. Sind nur die letzten Welten aus, technischen Gründen. Ja, weil du halt jetzt... Yoshi-Bonus-Game wieder zum normalen Programm zurückkehren. Ja, ist klar. Ich muss jetzt halt irgendwo den Bildschirm mal verlassen können. Ja. Wahrscheinlich erst im fünften Raum. Was? Vielleicht ist es aber auch schon im vierten Raum und der fünfte Raum ist ein ewiger Softlock. Das heißt aber, wenn ich jetzt eine Möglichkeit finde, mich irgendwie nach unten durchzubacken, dann hast du ein Problem.
so gigantisch ist das Problem dann nicht. Na doch, ich überspringe dann deine Räume. Aber ich werde keine Möglichkeit finden, weil du ja nachgedacht hast, als du das gebaut hast. Das ist ja verrückt. Colin nimmt einfach an, dass ich nachgedacht habe, als ich das gebaut habe. Ah, können wir jetzt erstmal da oben? Oh mein Gott, ich krieg den. Gott, ja, sehr schade, dass du jetzt schon sehr schon überfordert bist. Ja, die Flugphysik von dem Ding ist halt spannend, aber das kennst du ja. So, was machen wir denn jetzt? Wait, wie soll ich denn da durchkommen? Oh, das ist wieder irgendein Glitch, den ich noch nicht kenne. Nein, ist kein Glitch. Um hier durchzukommen, ist es kein Glitch. Ja, kein Glitch. Hä? Okay. Also, ja, das ist wirklich kein Glitch. Ja, super, jetzt komme ich da nicht mal hoch. Das ist natürlich ärgerlich, dass du da nicht hochkommst. Oh. Jetzt ist das Ding weg, das darf wahrscheinlich nicht weg sein. Es ist wirklich kein Glitch, da durchzukommen. Das findest du auch schon von alleine raus, wie man da durchkommt. Aber den Springboard brauche ich noch, oder? Wofür brauchst du das? Weiß ich nicht. Ich denke halt, dass man es so schnell schon verlieren darf. Ja, was willst du jetzt mit dem Springboard machen? Ja, irgendwie mich da durchdrücken, aber dann wäre es ein Glitch. Und du hast ja gesagt, es ist kein Glitch. Werden wir herausfinden, wie Conan es schafft, durch diese Lücke rauszukommen. Wir erfahren es. Na, irgendwann werden wir es schon erfahren. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ich komm, das ist ja, hey, wie soll ich da durchkommen? Dafür ich finde das sehr lustig, wie verwirrt du gerade bist. Ich glaube, in den Kommentaren sind jetzt schon eine positive Anzahl an Zuschauern, die sich gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Hä, was? Willst du sagen, es ist so offensichtlich, wie man da durchkommt? Ja, es ist total offensichtlich. Okay, kann ich es von der Stelle aus noch schaffen? Ja, total offensichtlich. Ach so, warte mal. Du willst, dass ich mich treffen lasse und dann blinke ich ja eine Runde. Also, weil ich weiß, ist das kein Glitch, dass wenn man von Yoshi geworfen wird. Ja, okay. Ich habe halt gedacht, ich muss Yoshi behalten. Ja, warum denn? Ja, weiß warum ich denkst nicht. Du denn sowas? Wann konntest du denn jemals in diesem Hack einen Yoshi durch eine Röhre mitnehmen? Ja, ist ja okay. Ich hätte halt das fünfte Level war halt jetzt für mich das Yoshi-Flug-Level. Ja, die fünfte Welt. Die fünf letzten Level hier. Ja, okay, dann halt so. Ich meine, du bist ja auch ohne Yoshi in diesen Raum reingekommen. Ah, ja, okay, du kannst mir einfach mal einen Yoshi geben. Hm. Ah, das Spiel hat dir einfach gratis einen Yoshi dazugegeben. Ja, okay. Du gab's einfach als Bonus dafür, dass es hier hochgeschafft ja, hat. Ja, okay, ist in Ordnung. Ist es in Ordnung? Ja, ich find's auch in Ordnung. So, was machen wir jetzt hier? Wie findest du den Port eigentlich? Ja. Der ist von Saria. Ich höre gerade nicht so viel. Grüße gehen raus an Saria. Von dem Port. Bin zu konzentriert. Mag der. Aber ja. Weil hier ist ja jetzt auch nicht viel los, also viel kann ich nicht machen. Oh, das ist es. Was ist es? Ne, das ist eigentlich, also das ist nicht so gedacht. Ich meine, es geht, offensichtlich, aber es ist. Wie? War das jetzt ein Break oder was? Alter, war langweiliger als die gedachte Lösung. Wenn ich dann sag halt, wie es geht, also was ich tun soll. Ja, starten wir den Raum neu. War langweiliger. Raum geschafft, war langweilig. Ja, ja, dann talk to me. Ja, du überstürzt halt alles immer so. Ja. Stell dich mal da auf den rechten Mann schon.
Ja, genau, der, wo du gerade drauf gestorben bist. Und dann sprengen wir von Yoshi ab, kurz bevor der Fischborn dich trifft. Ja, und dann? Mit kurz bevor meine ich eigentlich so eine Sekunde bevor springst du ab. Und guck mal mit Yoshi nach rechts. Ich weiß gar nicht, warum du nach links guckst. Und dann landest du einfach erneut auf Yoshi. Oh, guckst du mal. Ja, gut, dann gehe ich halt da so hoch, aber das macht's jetzt auch nicht viel besser. Ja doch, das macht's viel besser. Nee. Aber gut, da mache ich meinen Break. Dann doch ein bisschen mehr. Also dein Break ist ja wohl das langweiligste, was es gibt. Und würde nicht funktionieren, wenn die Decke tatsächlich aus Instant-Kill-Möcken wäre. Das ist richtig, aber das ist sie ja nicht. Er hatte dieser Hack nur nicht zur Verfügung. Muss ich jetzt wieder diesen Quatsch machen von wegen links und rechts? Warte, wie habe ich... Aber wie habe ich das von... Wir haben das von... Von bin ich irgendwie stehen... Konnte ich irgendwie stehen bleiben? Jetzt bewegt er sich noch überall. Aber war ich groß. Ist das anders dann? Ich kann das links und rechts gerade nicht mehr machen. Das ist sehr lustig, dir da gerade dabei zuzugucken. Genau dieses Setup war übrigens auch in Elferi drin. In Elferi ist ja am Ende des... Levels Adaptetur, eine Yoshi-Flug-Sektion. Das gleiche Setup auch drin. Okay. Ja. Aber ich verstehe gerade nicht, warum ich jetzt... Und der gute Conan hat ja vor 7,5 Jahren mal in Ferie gespielt und weiß deswegen, wie er das damals geschafft hat. Ja, leider dadurch nicht. Schade eigentlich. Vergangenheits-Conan wusste es. Er hat es dadurch geschafft. Na, durch Zufall, zugegebenermaßen. Ohne Hilfe? Vergangenheits-Conan hat das ohne Hilfe geschafft. Okay. Glaube ich. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich hier Vergangenheits-Conan zu viel Fähigkeit andichte. Glaube auch. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt nicht so schwierig. Nichts, nicht überkomplex oder so. Mache ich das richtig oder ist es völliger Quatsch? Soll ich jetzt jeden Knopfdruck, den du machst, kommentieren? Na, bin ich an der richtigen Stelle zum Beispiel? Ah, ja klar. Also ich meine, an der anderen Stelle von dem Springboard kommst du ja offensichtlich nicht durch. Da ist ja Springboard. Ja, hier ist ja auch Springboard. Aber weniger Springboard. Ja, ist richtig. Nur halb so viel, gewissermaßen. Halb so viel? Hier ist nur halb so viel Springboard wie drüben. Es gibt so eine Funktion von Yoshi, die hast du noch gar nicht benutzt. Oh, Mist! Ist lustig, ne? Stimmt, da war ja was. Scheiße. Es ist sehr lustig. Ach, gib Ruhe. Nein, lass mich runter. Nein! Hör auf zu werfen, du. Aufzuwerfen jetzt. Ich bin mir sicher, wenn du lange genug scrollst, dann ist der Chuck genervt und geht nach Hause. Ja. Ja, so funktioniert das ja wohl. Scheiße. Mann! Ich komme halt nicht mal nach vorne, ohne dass er mich nach oben pfeffert. Ach, das ist doch scheiße. Da geht's, aber jetzt muss ich... Fällt dir eigentlich was auf, wenn du die Zunge raustust? Geht dir was auf? Gar nicht. Das sieht so aus wie immer. Das ist aber eigentlich ungewöhnlich, dass es immer so aussieht wie immer, ne? Ich meine, gerade sieht der Yoshi nicht so aus wie immer. Nee, der ist blau. Also, Conan, jetzt mal im Ernst, er hat noch eine andere... Unterschied zu normal. Ja, er hat Flügel. Ja, und da schreibt mal die Zunge raus.
Ja, dann sind die Flügel weg. Aha, die Flügel sind weg. Ja, was soll mir das nützen? Nur so ein Fakt. Wenn du die Zunge rausstreckst, sind die Flügel weg. Ja, cool. Es hilft mir leider nicht, hier nach vorne zu kommen, ohne getroffen zu werden. Ach so, will ich mich da unten vor Zungen züngeln? Ah. Vielleicht. Weiß schon nicht. Wer weiß. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, was du da machst. Warum ich auch nicht. Ja, ist cool. Ja. Wirst du schon irgendwann schaffen. Ich war ja schon mal vorne, aber dann haben mich irgendwie die Bälle getroffen und jetzt komme ich da überhaupt nicht mehr vor. Jetzt bin ich wieder vorne. Ach, scheiße! Ja, aber du gehst auch immer mit dem gleichen Timing nach vorne. Du wirst auch immer im gleichen Ball landen, wenn du das machst. Ja, ich... Ja, wenn du natürlich mit anderen Timings mal rumspielen würdest, dann würdest du auch vielleicht mal irgendwann eins erwischen, Perfekt. Was keinen Ball trifft. Einfach amüsant. So. Ich meine, ich komme da durch, aber... Ja, du kannst den Chuck ja mal fragen, ob er die Bälle auch mal diagonal werfen will. Ja. Wenn du den ganzen Tag fragst, vielleicht tut das ja. Okay, wie kriege ich dich da weg, ha? Erzähl mal. Das erzählt dir garantiert nicht. Ja. Ich glaube auch. Oh, warte. Bleiben. Was passiert, wenn ich jetzt hier unter dem Ding sterbe? Nix. Nein, scheiße. Ha, wenn du da stirbst, da... Klar, also... Das interessiert das Spiel sehr. Aber es ist auch nicht... Ja, wenn du da stirbst, dann siehst du vielleicht doch was. Ja? Tue ich? Nee, tue ich nicht. Ach, du wohl nicht. Hä? Hey. Andere Spieler hätten da was gesehen. Willst du mich jetzt... Ich will dich nicht verarschen. Im Ernst jetzt. Andere Spieler hätten was gesehen, wenn sie sich umgebracht hätten. Jetzt sehe ich was. Nee, aber andere Spieler würden gleich was sehen. Gleich? Ach so, ja, ich sehe deswegen nichts, weil der Retry kommt, oder was? Also gleich. Was würden denn jetzt normale Spieler gleich machen? Naja, er würde untergehen mit dem Mario. Nee. Ich meine. Er würde auf der Oberwelt landen. Da war, so. Und er ist ein normaler Spieler, was würde er jetzt tun? Er würde auf der Oberwelt landen und das Level neu starten. Das würde er. Ja, wenn er stirbt. Klar. Jetzt mal, also ich meine jetzt mal so. Ich würde behaupten, ein normaler Spieler würde jetzt einfach Retry drücken und das Level nochmal probieren. Bitte? Ich würde jetzt behaupten, ein normaler Spieler würde jetzt einfach Retry drücken. Ja, gut. What the fuck? Jetzt ist dem geneigten Zuschauer sicherlich etwas aufgefallen. Okay, wie konnte ich mich nochmal umbringen? LR gleichzeitig. Ja. Perfekt. Gut. Ja, so war dämlich. Den habe ich komplett nicht bemerkt, realisiert, wie auch immer. Spuck halt aus und schmeiß nicht weg. Ja, schon das korrekte Wort. Realisieren bedeutet im Deutschen etwas in die Tat umsetzen. Aber so komme ich nicht mehr ran. Ja, dann stopp sie halt irgendwo hin, wo du wieder rankommst. Geht das hier? Oh mein Gott, das geht. Sick. Wunderschön. Ach ne, jetzt muss ich wieder da unten. Ja, ist lustig, ne? Wenn das alles nur, weil du einen Koopa übersehen hast. Ja, stell dir mal vor, es könnte schlimmer sein. Es könnte sein, dass jedes Mal, wenn du jetzt stirbst, dass du die Shell neu holen musst. Und neu da reinstopfen musst. Das wäre weniger schlimm als... diese dummen Bälle hier nochmal zu machen. Du musstest die Bälle dann yes! auch noch anfangen. Get wrecked, dummes Level, so. Boah, hast das Level aber richtig besiegt, indem du jetzt gleich erstmal dreimal in die Mannschaft geflogen bist. Okay, so. Nein! Und noch ein Tod.
Und noch einer. Und noch einer. So. Okay. Komm her. Gut, jetzt lasse ich mich treffen. Sehr gut, dich treffen gelassen. So, jetzt haben wir's. Aua. Autsch. Ach so, okay, jetzt habe ich das gleiche Problem, nur jetzt ist es ein Nachteil, dass Yoshi in dem Moment kurz seine Flügelchen verliert. Ah ja. Das ist aber jetzt sehr ärgerlich, dass er die Flügel verliert. Oh, guck mal, du hast einen Pokékopf verglitscht. So. Ah, wobei, den letzten kann ich ja so machen, okay. Na, da ist es, ich dachte, da ist Dings. Du hattest geglaubt, da wäre Boden, ja, das natürlich naiv. Das sah so aus. Findest du? Also ich finde, das sieht so aus, als wäre da kein Boden. Ja, jetzt sehe ich das auch. Ja. Mann! Chuck, du gehst mir auf den Keks. Ich bin mir sicher, du hättest viel Spaß mit diesem Hack, wenn du nur ein Safe-Set spielen würdest. Nee. Dann dürftest du jetzt jedes Mal, wenn du den Yoshi verlierst, nochmal ein bisschen hinspielen. Ich würde dann nicht mal den ersten Raum ohne Safe-Set schaffen. Stimmt, du hast am ersten Raum Sauermorden gemacht. Da war ja was. Das war einer der schlimmsten Träume bisher. Ich glaube, das ist ein sehr atypisches Verhalten. Ich glaube, die meisten Leute finden den ersten Raum gar nicht so schwierig. Ja, weil die halt nicht so doof sind für Weak Webs. Mann! Ja, ist ja auch wirklich schwierig, den Sprungknopf einfach nochmal zu drücken, ne? Nein, das war's! Ich springe im Dreieck, ey. Hör auf, Dreieck. Sich treffen zu lassen. Ist dein Dreieck gleichseitig oder ist es rechtwinklig? Es ist völlig egal. Völlig egal? In der Situation ist es völlig egal, ja. Es ist einfach ein beliebiges Dreieck. Ja. Aber ich meine, in irgendeinem springst du doch gerade. Richtig, aber es ist egal in welchem, für das Sprichwort. So, weißt du, was aber wir jetzt machen? Ich bin dafür, man wandelt das Sprichwort ein bisschen ab, ne? So. Ah doch, das geht. Ich bin gerade dabei, im gleichzeitigen Dreieck zu springen. Hatte nicht vor, das abzuwandeln. Geh weg jetzt! Boah, ist das nervig. Boah, ist das dumm. Ein Chuck, ein Poki, ein Yoshi. Conn ist überfordert. Ich finde das eigentlich nicht so dumm. Ich finde das eigentlich ein sehr hübsches Hindernis. Jetzt! Oh my goodness! Geh mir nicht auf den Nerv. Okay, so. Der Raum sieht doch harmlos aus. Zumindest habe ich schon mal keinen Gegner gesehen, den ich. Also. Genau. Null bewegliche Element. Effektiv muss ich jetzt einfach nur immer rechtzeitig da hoch irgendwie. Und das wahrscheinlich mit der Zunge kombinieren. Ja. Wie lang ist der Part jetzt eigentlich schon? 43. Willst du nee. Diesen Raum und den letzten Raum dann noch in diesen Part reinpacken? Ja. Okay. Mach ich das richtig? Ich meine, du stirbst, also machst du es nicht richtig. Ja, aber von der vom vom Konzept her. Nee, vom Konzept her sieht es so aus, als würdest du Y loslassen und neu drücken. Aber das ist natürlich idiotisch. Ah, okay. Du kannst auch einfach X. Ah, weil ich dann weiter fliege. Ja, weil man ist schneller, wenn man rennt. Also effektiv kann man es wahrscheinlich mit zwei Durchgängen schaffen. Nicht nur effektiv. Okay, dann weiß man ich. Schafft's. Also wenn man es nicht mit zwei Versuchen schafft, dann also nicht in zwei Durchgängen schafft, dann hat man glaube ich ein Problem. Okay, ja. Dann machen wir das mit Anlauf und Empathie. Scheiße. Genau.
Anlauf ist hier, glaube ich, nicht so die beste Idee. Nicht so viel Anlauf, aber so ein bisschen Anlauf ist auch keine schlechte Idee. Ich weiß nicht. Anlauf ist hier, glaube ich, nicht so. Dann, egal, was ich mache, dann nicht in der Mannschaft drin. Oh, come on. Ist. Scheiße. Ist da irgendein Trick noch zusätzlich oder? Einfach gut sein. Okay. Danke für den Hinweis. Also eigentlich sieht das ganz okay aus. Ja. Ich weiß nicht genau, was du machst. Ein bisschen mehr Anlauf und ein bisschen. Okay, das war das erste Mal, dass ich den zweiten gekriegt habe. Ja, also wenn du beim zweiten Mal springen gedrückt hältst, dann fliegst du auch weiter, ne? Mhm. Das ist vielleicht ein Fakt, den ich dir einfach sagen kann. Zumindest habe ich es schon mal geschafft, jetzt den zweiten. Das heißt, also wenn du springen gedrückt hältst, dann fällst du langsam. Das ist der Tipp des Tages. Das heißt für mich, dass ich mich in die richtige Richtung bewege. Ja, du bewegst dich nach rechts. Wenn du dich nach links bewegen würdest, das wäre auch ganz schön ärgerlich. Alter! Wirklich? Ja, wie was? Du hast den Spruch gebracht, ich war das nicht. Was drücke ich denn jetzt für einen Quatsch? Hallo? Ah. Yo! Ach, Mist, ey. Scheiße, ich... Boah. Okay, ich will's nur mal... Ich mach's dann schon noch mal richtig. Ich will's nur mal kurz probieren, ohne Geschwindigkeit. Ich dachte, du willst es einfach nur ohne Ton probieren. Ja, trotzdem, auch. Das läuft besser. Auch, aber den muss ich ausmachen, weil links... So. Den musst du ausmachen. Ja, weil es sonst halt nicht angenehm ist. Also das ist schlimmer als Safe States laden. Ist. Wann kann ich nochmal abfliegen? Oh! Oh. Ja, wenn du jetzt die Zunge rausgestreckt hättest, dann wärst du auch nicht so ungebremst in die Mannschaft geflogen. Ja, und wenn du jetzt noch springen gedrückt halten würdest, dann würdest du auch nicht so wie ein Stein nach unten fallen. Okay, sick. Und dann bist du auch bei der Tür. Okay. Puh, und jetzt ohne Sound. Ohne... Ohne Sound jetzt. Ohne Slowdown. Oh je. Oh mein Gott. Doppelter Geschwindigkeit für die gute Challenge. Ja, das finde ich, das gefällt mir. Hilfe. So.
Ja. Das ist eigentlich ein schöner Raum, ne? Das ist so eigentlich so simpel. Nur vielleicht 5 Sekunden. Keine 5 Sekunden. Ja, nein! Trotzdem. Ja, nein! Aber ich krieg's hin. Wir kommen der Sache näher. Ja, immer noch nein. Also wenn du jetzt halt nochmal springen drücken würdest. Ich darf ja nur. Wäre das jetzt in Ferry, müsste ich das einfach fast die ganze Fläche über machen. Solange ein Screen möglich ist. Ein Screen. Wenn es in Ferry wäre, dann hättest du schon längst die Slowdown reingemacht und wärst schon durchgeflogen. Ja gut, man kann es ja tatsächlich über Slowdown ganz gut machen, ja, das ist wahr. Ah! Mensch, in Slowdown habe ich es doch auch hingekriegt. Das muss doch machbar sein. Ja! Fast. Ja! Ich denke immer, ich lande oben drauf und dann doch nicht. Aber du halt nicht springen gedrückt hast. Unfassbar. Doch, tue ich. Ich schwöre. Das sieht das Spiel aber anders. Hat alles gedrückt, was ich gedrückt halte. Definitiv nicht früh genug, jedenfalls. Ja, aber zu bald darf ich es ja auch nicht drücken, sonst lande ich ja Mann schon drin. Ja, jetzt hast du es zum Beispiel gar nicht gedrückt, das habe ich gesehen. Doch! Ich lasse ja alles als. Achso, Moment, warte, nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich habe es gedrückt gehalten, aber ich bin runter von der Taste. Aha! Aber schön, dass ich besser weiß, welche Tasten du drückst als du. Wieso gehe ich? Ja, ich gehe von der Taste runter, da hast du recht. Ich meine, es ist nicht schlecht, kurz von der Taste runter zu gehen, aber du möchtest auf jeden Fall danach nochmal drücken, weil wenn du es nicht machst, dann bist du halt nicht hinreichend weit oben. Scheiße. Aber du hast ja schon mal gesagt, ich muss irgendwann Bilingua machen. Jetzt haben wir nur noch einen Raum vor uns. Ja, dann weißt du jetzt ja, in welchem Raum du Bilingua machst. Also kommt auf jeden Fall noch Bilingua, okay. Wie heißt es eigentlich offiziell? Double Tongue Glitch oder was? Ah, Double Tongue. Okay. Weil ich meine, Bilingua heißt es garantiert nicht offiziell. Auch wenn die alle. Offiziell, ich meine, es gibt ja keine kein internationales Komitee für die Normung von SMW-Glitch-Namen. Naja, aber trotzdem gibt es halt Namen, die grundsätzlich verwendet werden. Wie zum Beispiel Double Grab, so. Das ist halt. Ja, ist halt einfach ein Double. Ja. Also wie Double Grab, Eat Cancel oder Double Tongue, in der Tat. Genau. Okay. Oder Stun Glitch oder Yoshification. Also heißt das Ding Double Tongue. Wer gibt's denn? Hätte ja auch, weiß ich nicht. Komm nicht auf den Namen. Ist egal. Wenn es mir einfällt, ist alles. Ja. Ich hoffe, es fällt dir irgendwann ein, weil ich bin sehr gespannt, was du da gerade sagen wolltest. Ja, ich muss nachdenken. Ach Mann, ich krieg den zweiten nicht mehr hin. Scheiße. Aber schade. Ja, finde ich auch. Oh. Willst du dich vielleicht noch irgendwann besser anstellen? Ja. Alter. Tschüss. Oh nee.
kommt hier wieder meine Ungeduld ins Spiel. Und die Partlänge. Mist. Aber ist egal, wir machen den letzten Part einfach länger. Das ist in Ordnung. Überleben wir schon. Wir überleben das auf jeden Fall. Ob die Zuschauer das auch überleben? Ja, die können ja vorspulen. Du kannst ja auch mal wieder Vorspulmusik einblenden. Das ist schwierig. Ich meine, die Scheiße, die wir hier reden, das will ja wirklich niemand hören. Come on! Geh darüber jetzt! Mann, ich hatte vorhin viel bessere Versuche, wo ich jedes Mal dachte, das ist es fast. Und jetzt kommt da gar nichts mehr in die Richtung. Das ist aber wirklich ärgerlich. Ja. Scheiße. Ah, vielleicht machen wir es doch mit Slow-Mo und lassen es einfach auf dem normalen Weg. Ja, komm, nee, ich will jetzt Level den Raum hinter mir haben. Wurscht. Damit. Gebe auf, diesen Raum mit normaler Geschwindigkeit zu schaffen. So. Das ist doch kacke, dass das. Du schaffst es nicht mal mit Slow-Mo. Ja, aber gleich. Muss erstmal wieder reinkommen. Nein! Fast. Oh, jetzt darf ich nicht so brüllen, jetzt ist ja die Musik weg. Macht's unangenehmer. Halt laut zu reden. Ach komm schon. Ich will den nächsten Raum sehen. Ich will Bilingua machen. Eigentlich will ich nicht, aber hey. Du liebst Bilingua einfach. Du hast einfach richtig, richtig Lust, mal wieder in Feri zu spielen. Nee. Ja, um mal wieder so richtig Bilingua zu machen. Ich habe richtig Lust, mal Things anzufangen. Things? Things. Things. Ich glaube, den Namen spreche ich einfach nie aus in dem Projekt am besten. Dinge. T-H-I-N-G-S. Wir spielen T-H-I-N-G-S. Klingt super. Oder ich sage einfach, wir spielen Dinge. Klingt super irrelevant. Ja. Und jetzt einfach jedes Level ist dann einfach ein Ding. Ja, ist es ja auch. Und der Hack besteht dann halt aus vielen. Ach Mann, Dingen. Jetzt lass mich doch wieder da hoch. Ich war doch da schon 3 Millionen Mal. 3 Millionen Mal? Mindestens. Das übertreibst du aber. Ich glaube, du warst da einmal oben. Nein, ich war auf jeden Fall mehr als einmal oben. Vielleicht nicht 3 Millionen Mal. Ich bitte den geneigten Zuschauer einmal zurückzuspulen. Zweimal war ich oben. Ich habe es zweimal mit Slow-Mo geschafft. Das weiß ich noch. Einmal zu zählen, ob Conan das einmal, zweimal, dreimal oder 3 Millionen Mal geschafft hat. Ja, die drin. Lass mich. Ey, irgendwas muss ich ja machen hier, um zumindest ein bisschen Gesprächsstoff in diese ansonsten wirklich dröge Szene zu bringen. Jetzt hatten wir wieder den Blick von Yoshi, wie wenn er Bilingua macht. Was man einfach überlegt, einfach springen zu drücken? Ja, ja. Ja, cool, warum machst du es dann nicht? Du hast sogar Slow-Mo an. Es ist. Also auf Reaktionszeit kannst du es langsam nicht mehr schieben. Ja, ich habe es ja vorhin auch geschafft. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Problem ist hier. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Stell dich halt nicht so an. Ich hätte einfach vorhin durch die Tür gehen sollen. Ich hab's gedrückt. Glaube ich. Ja, also es nützt dir natürlich nichts, wenn du es erst drückst, wenn du schon tot bist. Ne? Wenn du es nur ein Frame davor drückst, dann interessiert das Spiel auch herzlich wenig. Ja, wirklich. Ja, genau. Mann, ich hatte es doch vorhin. Oh, sowas nervt mich. Ich will den nächsten Raum sehen.
Wir hatten das doch schon geschafft. Alles, was jetzt kommt, ist Zeitverschwendung. Richtig. Ich will endlich in den nächsten Nein! Raum. Hab ich jetzt... Aber normalerweise, wenn du das habe ich die Zunge vergessen. Aber du safe-stage ist ja schon. Und hast Slow-Mo an. Jetzt! Du hast es trotzdem nicht. Auf. Kick mich. Okay. So, wie ging noch meine normale... Ging nicht irgendwie... Ich hatte nicht... Hat doch einen Knopf für normale Geschwindigkeit. War das I? Ja, okay, perfekt. So, jetzt brauche ich trotzdem den Ton wieder. Muss trotzdem das Menü aufmachen. Ui. Hallo? Jetzt. So. Okay, die Münze darf bestimmt nicht da raus. Scheiße. Tschüss. Muss ich jetzt schnell Bilingua machen? Also, was? Lies doch erstmal die Messagebox. Ja, da steht doch bestimmt nur, wenn du das hier liest, bist du dumm. Oh. Nö, das wäre ja enttäuschend, wenn das da drin liegen würde. Nö, ja, was soll ich denn mit den Sprites, Lord? Was willst du? Geh weg. Ja, also ohne die Messagebox wüsstest du die nicht, oder? Ja, aber mit weiß ich auch nicht, was das bedeutet. Ja doch, also du weißt erst, dass der Pilz in 9 ist und die Messagebox in 8 und der Paracooper in 7 und die bewegliche Münze in 6 und die beiden Schlüssel in 5 und 4 und der Yoshi ist in 3. Toll. Das kann man aber auch nur was mit anfangen, wenn man sich damit auskennt. Und wohin willst du eigentlich in dem Raum? Na, hier unten will ich hin. Aha, gut. Gibt's was dafür hilfreich wäre? Theoretisch die zwei Schlüssel und der Pilz. Wait. Ist ja inwiefern hilfreich? Da weiß ich noch nicht, aber ist theoretisch. Wie, inwiefern wäre das hilfreich? Weiß nicht, vielleicht kann man sich damit ja irgendwie cool durchdrücken, aber dann bräuchte ich ja den ganzen Quatsch mit Bilingual. Wo denn? Ja, weiß ich noch nicht. Muss ich halt mal gucken, ob es was gut aussieht. Also ich meine, das Wort theoretisch wird normalerweise verwendet, wenn man schon eine Theorie hat. Ja, Theorie hier irgendwo, aber das geht halt scheinbar nicht. Bist du dir sicher, dass das nicht geht? Vielleicht ist es ja auch alles nur Fake, ne? Vielleicht macht man ja einfach nur Bilingua und dann klappt es doch nicht und dann drückt man sie einfach durch. Naja, ich habe halt überlegt, aber ich denke, das geht, wenn ich die Wahl keine Wand habe. Ich brauche eine Wand links und rechts, dass das geht. Links und rechts? Irgendwie so war das. Ach so, ja, verrückt. An einer Stelle halt. Ach so, ja, okay. Ja. Links oder rechts, ja, ist ja gut. Links oder rechts, ah, okay. Ja, also es geht auf jeden Fall nicht. Und ich denke, jetzt habe ich schon versaut, weil die Münze ja weg ist. Aber wo soll ich denn hier überhaupt Bilingua machen? Was soll ich eigentlich mit der Münze machen? Ich brauche doch eine Wesensänderung in dem Moment, wo ich Bilingua mache. Wesensänderung, das ist ein sehr hübsches Wort, ja. Ach du Scheiße, wie ging denn Bilingua noch gleich alles? Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig überfordert damit, wie Bilingua eigentlich ging, ja. Sehr schwierig. Ja, ich musste irgendwie in dem Moment, wo sich Mario verändert, musste ich die Zunge rausstrecken, dann hat er irgendwie zwei was gegessen. Oh Gott. Und eins davon war dann irgendwie verglitscht, weil man es gleich wieder ausgespuckt hat. Keine Ahnung. Irgendwie so war das. Das ist ja noch ein sehr lückenhaftes Gedächtnis. Erkenne ich da. Das hätte Conan 2015 aber besser gewusst. Na toll, jetzt hast du zwei Schlüssel in die Lava geworfen. Super. Ja, finde ich auch. Ja. Wie halte ich denn die Schlüssel, die Münze? Ich kann doch nicht in der Zeit alles sofort machen. Das geht doch nicht. Haut doch was sollst du mit der Münze überhaupt machen? Ja, weiß ich doch nicht. Vielleicht ist sie auch nur da, um irgendeinen Slot zu füllen und danach ist der Slot weg oder so. Vielleicht soll die einfach abhauen. Kann ja sein. Müssen wir uns, wir werden nicht vermissen. Weil wenn die jetzt gerade war die Münze in der 6 und wenn jetzt irgendwie was Neues kommt, ist es vielleicht auch in der 6. Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Okay. Ja, dann kannst du jetzt ja Bilingua machen. Ja, witzig. Ich finde das jetzt gar nicht so lustig. Also. Ja. Ich meine, die Zuschauer, die sind mittlerweile auch hier eine Stunde 10 oder so dabei am Zugucken. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier Bilingua aufsetzen soll. Wie lange ist denn die Folge bis jetzt eigentlich? Jetzt sind wir bei einer Stunde 4. Einer Stunde 4 erst. Das ist ja alles noch in Ordnung. Na, dann erzähl mir mal, was ich machen soll. Dann ist die Folge bestimmt kürzer als 90 Minuten am Ende. Ja, sobald du anfängst, mir zu erzählen, was ich tun soll, ja. Ja, okay, dann hol mal den Pilz. Und bring dich erstmal um. Das ist also, diese Schlüssel da hinzulegen, das war ja wirklich eine nicht so kluge Idee.
Dann sind die schon da sicher gut gelegt. Die liegen da ganz gut. Behalt die Matte. Okay. Ja, und jetzt machst du mal Bilingual mit den Manchander. What? Du hast doch gesagt, du willst eine Wesensänderung. Das ist doch eine Wesensänderung. Ja, aber ich habe ja nur ein was zu essen hier. Ist doch in Ordnung. Erste Zunge Paracupa, zweite Zunge nichts. Das tut sich schon ganz gut so. Du hast schon zwei Zungen. Bitte? Bilingua heißt so, weil es zwei Zungen ist, aber die zweite Zunge lässt einfach leer. Ne? Also ja, normalerweise hat Yoshi dann diesen Ausdruck, wie wenn er gerade Drogen genommen hat. Sehr gut, dann kannst du jetzt ja Yoshi die Drogen nehmen lassen und dann... Aber jetzt mal im Ernst, glaubst du, dass du so überhaupt den Paracupa auf die erste Zunge kriegst? Nee, aber du hast gesagt, ich soll Bilingua an den Manchan machen. Ja, erste Zunge Paracupa, zweite Zunge nichts. Ja, was willst du dann mit, ob ich glaube, dass es so geht, wenn du sagst, ich soll es so machen? Also, ja, weil du halt so standest, dass die Zunge niemals bis zum Paracupa gekommen wäre. Ach so, du meinst, dass die Situation war nicht gut, aber was ich... Ja, die Situation war kacke. Okay. Ja, aber im Moment will ich einfach nur das Timing. Okay, da war's. Ja, da war's. Vielleicht noch schaffen, den Paracupa auch tatsächlich auf die Zunge zu kriegen und dann ist auch schon Fortschritt generiert worden. Aber mit nichts habe ich ja auch noch nicht Bilingual gemacht. Ich dachte, man macht das mal mit zwei Sachen. Ich bin mir sicher, du hast es schon sehr häufig aus Versehen mit nichts auf der zweiten Zunge gemacht. So, jetzt kannst du mal jetzt direkt danach speichern sollen, glaube ich. Also je länger du, ja, hast du nichts ausgespuckt. Na toll. Das Gute, nichts. Du hast hart gearbeitet, um das Nichts in Yoshis Mund zu bekommen. Kannst du doch nicht einfach ausspucken. Ja. Komm, Drogen, Yoshi. Danke. Nein! Das war jetzt aber dämlich. Oh, so krieg ich den noch gar nicht. So krieg ich den. Und direkt nachdem du es geschafft hast, solltest du ein Safe-Set setzen. Und nicht erst ewig warten, weil dann schluckt Yoshi noch irgendwann das Nichts runter. Das ist nicht gut, weil du hast ja hart dafür gearbeitet. Ja, aber jetzt habe ich ein Safe-Set an der Stelle, wo ich das mache. Okay, sehr gut. So, jetzt hast du ja nichts im Mund. Mhm. Okay. Ja, dann, nimmst du jetzt den zweiten Schlüssel, also der rechte Schlüssel. Nehmen. Nicht das Nichts ausspucken. Den rechten Schlüssel, bitte, Connor. Jetzt nicht rechts mit links vertrauen. Also okay, du stellst den Yoshi links vom rechten Schlüssel ab. Okay. Also, kleine Plattform. Connor. Ja. Stell den Schlüssel, also laden für den Safe State. Stell den Yoshi links vom rechten Schlüssel ab. Direkt links davon. Da, wo du gerade stehst. Genau. So, da stellst du ihn ab. So, jetzt schmeißt du mal den Schlüssel nach da oben. Legst ihn. Jetzt nimmst du den rechten Schlüssel, legst ihn ein bisschen rechts vom anderen Schlüssel ab. Ah, da tut er sich gut. Jetzt springst du mit dem Yoshi auf die Wolke. Und dann spuckst du das Nichts aus, während du nach rechts guckst. Na. Okay. Machen wir ein Safe-Set. Bring auch von Yoshi ab. Okay, sehr gut, hat geklappt. What the fuck is going on? Gut, dann kannst du jetzt ja das Level beenden. Aber ich kann ja nicht...
Also er haut jetzt ab. Na gut, dann frag ihn doch ganz nett, ob er dich mitnimmt. Maschine nehme ich mit. Hat wohl nicht geklappt. Da musst du ihn wohl doch mit Gewalt überzeugen. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Schade. War mir jetzt immer nicht mehr im Wasser, wo ich den so timen kann. Eigentlich glaube ich nicht, dass ich auf ihm landen kann, wenn ich von ihm abgesprungen bin. Also. Glaubst du nicht? Nee. Aber ich meine, du hast es ja gerade gemacht, mehrmals. Bist von Yoshi abgesprungen, bist du auf ihm drauf gelandet. Ja. Musst du jetzt halt nur noch auf der richtigen Stelle auf ihm drauf landen. Ah! Ja, wenn du jetzt nicht. Also, ich war ein bisschen dämlich, Conan. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Ja, moin. Aua! Das war auch dämlich. Na, dann geht das doch hier. Stabil. Sick. Ups. Dann schmeiße ich vor Freude meinen Taschenrechner runter. Hast du denn einen Taschenrechner? Bitte? Wofür hast du denn einen Taschenrechner auf deinem Schreibtisch? Hä? Ich habe keinen Taschenrechner auf meinem Schreibtisch. Warum nicht? Warum? Ja, brauche ich. Ich meine, ich brauche ja keinen Taschenrechner. Ja, ich schon. Ja, aber wofür? Wertetabellen erstellen zum Beispiel. 8. Klasse. Extremwerte ermitteln mit Wertetabellen. Okay, Credits. Studies of a Broken Engine. Wo ist jetzt der Broken Engine? Wo ist der Plot? Ich vermisse den Plot. Yoshi ist der Broken Engine. Ich vermisse den Plot auch. Scheiß-Hack. Yoshi ist hat der überhaupt keine Engine. Obligatorische Pseudo-Story. Ach so, Music Gamma, wie ich wollte schon sagen. Hä, was hat die denn da jetzt mit dem Hack zu tun? Okay, Musik. Ah, das Ding war von Vakana. Was? Nice. Ja, die Musik in Welt 6. Die Musik in Welt 9 war von Sariel. Da steht eindeutig Welt 10, Con. Habe ich Welt 6... Welt 6 war Vakana, Welt 10 war Sariel. Du hast gerade Welt 9 gesagt. Ach so, nee, Welt 10 meinte ich schon. Oh, special thanks. Yay. Yeah, Grüße gehen raus an H. Furley, Grüße gehen raus an Ampersam, Grüße gehen raus an Darzin und Grüße gehen raus an... Ich hab vergessen, wer noch drin steht. Vielleicht da stehen. Ach ja, natürlich. Louis. Grüße gehen raus an all diese Menschen. Ohne die wäre der Hack anders. Lange. Hauptsächlich schlecht. Dings. Credits. So. Thanks for playing. The End. Kommt noch ein Feuerwerk. Schade. Nö. Okay. Aber ich kann mit Startselect raus, ne? Ja, bringt ja halt nichts. Doch, klar. Was passiert, wenn ich jetzt wieder da reingehe? Gehe ich dann wieder von vorne los? Oh ja, geil. Nochmal den Regrab machen. Nice. Ja, natürlich geht's wieder von vorne los. Okay, dann machen wir jetzt noch den Regrab. Ordentlich. Ich hab den nur mit Slow-Mo gemacht, oder? Ich weiß es gar nicht. Du hast den nur mit Slow-Mo gemacht. Scheiße. Du willst vielleicht den ersten Sprung mal richtig machen. Ich weiß es nicht, ob ich das kann. Einfach ganz am Anfang nach rechts laufen und springen. Oh shit. Oh shit. Vielleicht nicht so gut hier. Nein. Ah, doch, ganz am Anfang nach rechts laufen und springen. Bitte? Oh! Oh, das war's sogar fast. Ja, aber schöner Hack. Hätte nicht gedacht, dass es mit Erklärungen so gut läuft. Das ist doch weniger schlimm gewesen, als ich dachte. Weil ein Hack von dir, da hat man schon eher Angst. Also, Kurila 2 ja, ich habe auch einen Hack gebaut. Ich bin mir sicher, der wäre mit Erklärungen auch nicht so schlimm. Ne? Kannst ja auch Spulk fragen. Nee, erstmal nicht. Erstmal andere Sachen. Vielleicht aber irgendwann. Aber du hast dir das ja auch geschafft. Das war ja mit Erklärung auch ganz nett. Vielleicht ne? irgendwann. Aber ich habe. Ja, aber Kurila 2 habe ich halt auch schon so viel gesehen. Also, das ist halt. So? Hier habe ich halt effektiv nichts von gesehen. Das war alles neu. Oh mein Gott, das war es fast.
Ich glaube, du hast von Kurela 2 nur das letzte Level gesehen. Und das vorletzte. Nein, du hast mir mehr davon gezeigt. Was denn noch? Du hast mir so einen Raum gezeigt, wo... Weiß ich nicht. Oh mein Gott, wie kriegen das noch hin? Irgend so einen Raum hast du mir noch... Du hast mir einiges von Kurela 2 gezeigt. Ich weiß gar nicht. Oder war es Spulk, der dann was gezeigt hat? Keine Ahnung. Was dir Spulk gezeigt hat? Weiß es nicht mehr. Aber ich meine, wenn du nicht mal beschreiben kannst, was du in dem Raum gesehen hast, dann hast du wohl nicht so sehr viel dir gemerkt. Also. Nee, beschreiben kann ich es schlecht. Ich könnte sagen, es war so eine violette Farbe hatte der Raum. Also ich habe dieses Geisterhaus gesehen, das Schlusslevel halt. Also das hat halt so eine Geisterhaus-Dings gehabt. Ob es ein Geisterhaus ist, weiß ich nicht. Also keine Geister. Damit so Holzkisten halt und sowas hast du da eingebaut. Das war aber, das sah sehr wild aus. So wild war das nicht. Spulk hat's ja auch geschafft. Ja, ja. Hm, Mann, ich will das jetzt einmal vernünftig schaffen. Das wäre ein super Abschluss. Das wäre wirklich vernünftig. War fantastisch. Aber weißt du, was auch fantastisch wäre, wenn du mal auf mich gehört hättest, gerade als ich gesagt habe, wie der Anfang vom Raum eigentlich gedacht ist? Ja, aber ich mach doch, also das passt doch so, wie ich es mache. Ja, das passt schon. Ändert ja nichts, also keine Ahnung. Naja, ohne Safe-Sets würde schon viel ändern. Ja, das ist wohl wahr. Ja, nein! Wir hatten es doch jetzt gerade. Also das war bisher der beste Versuch, den ich hatte. Ja, wäre es fast in die Röhre reingekommen. Ja. Aber halt leider nur fast. Ja. Okay, es geht doch. Abläuse. So, okay. Ja, nee, schöner Hack. Gar keine Frage. Absolut. Enjoyable, wenn man so Glitches mag. Und halt die Erklärung bekommt. Also von selbst hätte ich hier, glaube ich, nichts geschafft. Das weiß ich nicht. Da wäre ich raus gewesen. Gut. Ja, dann haben wir einige Stundenparts in dem Hack gehabt. Uiuiui. Aber sind jetzt durch. Hurra. Ja, mit 15 Minuten Parts hätte es so weit aus, weil wir mehr Content generieren können. Ja, super. Ja, aber weiter geht's dann, wenn nicht irgendwas anderes dazwischen kommt, mit Things irgend. Wobei, ja, ich muss gucken, ob irgendwas. Things. Ich bin überlegen, ob ich Pokémon Arceus spielen soll oder nicht. Mich auch reizt. Ich spiele lieber Things. Aber im Moment reizt mich Things fast mehr. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall wird so schnell kein Silk Song rauskommen, weil das wäre was ich erst spielen würde, wenn das mal irgendwann käme. Aber naja. Aber eigentlich willst du als nächstes Cruella 2 spielen. Nein, ja? Das auf keinen Fall. Also das wäre was ganz weit hinten dran ist. Oder Kelum, Mario. Von Möglichkeiten. Ja, Kelum wäre was anderes, also. Das würdest du spielen. Das, ja. Das sind ja normale Level. Das ist ja nicht zum irgendwie komisch sein ausgelegt gewesen. Na gut. Aber in Kroeda 2 ist ja auch nichts zum komisch sein ausgelegt. Nein, aber es ist halt normaler Glitch-Puzzle-Hack. Mit großen Leveln und ja, egal. Gut. Habe ich mich schon fürs Zuschauen bedankt? Ich glaube schon 3 Millionen Mal. Du kannst dich auch nochmal fürs Zuschauen bedanken. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Irgendwie ist es immer schwierig, den letzten Part einfach von dem Projekt zu beenden. Das ist immer ganz komisch. Ja, komm hier. Ciao, Kakao. Genau. Ciao, Kakao. Tschüss und bis zum nächsten Video.